Kapitel 9. Der Doktor in Not. Da kam die Eule Bumpe herbeigeflogen und sagte ganz erschrocken: Psst, still, es kommt jemand, ich höre Schritte. Alle blieben stehen und horchten. Aus dem Wald kam ein wüster, zottiger Alter mit langem grauem Bart und brüllte: Was wollt ihr hier? Wer seid ihr überhaupt? Warum seid ihr hergekommen? Ich bin der Dr. Eibolitz, sagte der Doktor. Ich bin nach Afrika gekommen, um die kranken Affen zu heilen. Hahaha, lachte der zottige Alte. Die kranken Affen heilen. Wisst ihr eigentlich, wo ihr seid? Nein, das weiß ich nicht, sagt der Doktor. Wo denn? Beim Räuber Barmalai. Bei Barmalai, rief der Doktor entsetzt. Das ist doch der allergrößte Bösewicht auf der Welt. Lieber sterben wir, als dass wir uns diesem Räuber ergeben. Laufen wir schnell zu unseren kranken Affen. Sie weinen und warten darauf, dass wir sie gesund machen. Nein, von hier kommt ihr nicht fort, schrie der zottige Alte und lachte noch lauter. Barmalai tötet jeden, der in seine Gewalt gerät. Schnell fort, rief der Doktor. Laufen wir weg, wir können uns retten. Wir werden uns retten. Da aber tauchte Barmalai selber vor ihn auf, fuchtelte mit seinem Säbel und befahl mit dröhnender Stimme: Herbei, meine getreuen Diener! Packt diesen einfältigen Doktor mit seinen dummen Tieren und werft ihn in den Kerker hinters Gitter. Morgen rechne ich mit ihnen ab. Barmalais böse Diener liefen herbei, packten den armen Doktor und das Krokodil und alle Tiere. Der Doktor wehrte sich tapfer, die Tiere bissen und kratzten und wollten sich den Feinden entwinden. Doch ihre waren zu viele und sie waren stark. Sie warfen die Gefangenen in den Kerker und der zottige Alte drehte den Schlüssel um und sperrte sie ein. Den Schlüssel gab er Barmalai. Der nahm ihn mit und versteckte ihn unter dem Kopfkissen. Ach, wir Ärmsten, weinte Gigi. Aus diesem Kerker kommen wir nie mehr heraus. Die Mauern sind furchtbar dick und die Türen aus Eisen. Nie mehr werden wir die Sonne, die Blumen und die Bäume sehen. Wie sind wir doch unglücklich. Das Ferkel schnaufte bekümmert und der Hund heulte auf. Das Krokodil vergoss so dicke Tränen, dass auf dem Fußboden eine richtige Pfütze entstand.